Domradio Morgenimpuls. Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Ich bin Schwester Katharina, ich bin Eupa-Franziskanerin und ich freue mich, mit Ihnen jetzt so früh am Morgen zu beten. In Rom begeht man heute die Weihetage der beiden großen Basiliken St. Peter und St. Paul. Und deshalb taucht dieser Tag auch in unseren liturgischen Kalendern auf. Beim kurzen Überfliegen der Texte für das Morgenlob musste ich wirklich schmunzeln. Da ist eine Lesung angegeben, die einen großen Prachtbau, also zum Beispiel die wunderbaren Basiliken in Rom, eher zu konterkarieren scheinen. Da steht bei Jesaja: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was wäre das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ausruhen könnte? Jesaja beschreibt, was damals ist. Die Menschen glauben nicht mehr an Gott, wollen aber ihre gewohnten Rituale haben und müssen dazu den Tempel wieder neu aufbauen. Aber wozu soll ein Tempel für Jahwe gut sein, wenn die Menschen nicht an ihn glauben, nicht zu ihm beten, nicht volles Vertrauen in ihn haben und ihn nicht als größer ansehen als ihre eigenen Leistungen? Diese Verse sind also eine Anfrage an uns selbst, die wir vielleicht sonntags zur Heiligen Messe gehen, weil es halt dazugehört zum Sonntag. Ich kenne manche Mitchristen, die sich danach über die ihrer Meinung nach schlechte Predigt, die unverständliche Sprache des ausländischen Priesters und die komische Kirchenmusik aufregen und eher zornig nach Hause gehen. Ging es ihnen eigentlich um Gott? Vielleicht klänge Jesaja heute so: Wieso wollt ihr mir eine Kirche bauen, die ihr nicht auf mein Wort hört? Was ist eine Kirche, wenn eure Herzen nicht mir gehören? Was sollen eure Aktivitäten sein, wenn keine geistliche Wirklichkeit dahinter steht? Ich brauche eure Kirchen, eure Gemeinderäumlichkeiten nicht, wenn ich in eurem Leben keine Rolle spiele. Ich brauche auch keine Kathedralen, auch die Dome St. Peter und St. Paul in Rom nicht. Die ganze Welt und alles Geschaffene ist mein Tempel. Ich habe sie ja selber gebaut. Der letzte Vers unserer Lesung sagt dann aber noch: Ich blicke auf den Armen und Zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort. In unserem heutigen Denken könnte es heißen: Ich schaue auf den, der ziemlich genau weiß, dass er vor mir nicht unbedingt bestehen kann, der aber trotzdem an mich glaubt und auf mich hofft und meine Worte im Alltag zu leben versucht. Und dann spüre ich den Anspruch an mich und meinen Glauben an Gott, der sich im alltäglichen Tun zeigen muss. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.